Schönen Vormittag und ganz herzlich willkommen hier bei uns im Vortragssaal 3 der Bestmesse Wien. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und uns jetzt bei der Arbeit zuschauen dürfen, nämlich der Sabine Zeller. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin, simultan Gebärdensprachdolmetscherin, und Renate Tanzberger und Natascha Wannig. Sie beide kommen von den Wiener Volkshochschulen. Sie werden unser Publikum jetzt informieren, nämlich studieren ohne Matura, das geht, nämlich über den Weg der Berufsreifeprüfung und der Studienberechtigungsprüfung. Zuvor noch, bevor Sie starten, ein wichtiges Detail: Was sind Volkshochschulen? Ja, ich spreche mal von den Wiener Volkshochschulen. Volkshochschulen gibt es in ganz Österreich, aber ich bleibe jetzt mal bei Wien. Wir haben in fast jedem Wiener Bezirk eine Volkshochschule. Eine Volkshochschule ist einerseits eine Erwachsenenbildungseinrichtung, wo Sie einerseits Bildungsabschlüsse nachholen können, aber auch Kurse besuchen, Sprachkurse, Gymnastikkurse, Computerkurse. Und wir haben natürlich auch Angebote für Kinder und für Jugendliche. Wunderbar. Dann ich darf mich zurückziehen, Ihnen sozusagen die Bühne überlassen. Wir freuen uns jetzt sehr auf dieses wichtige Thema und schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Ja, und ich finde es auch ganz toll, dass wir gedolmetscht werden, und auch die Volkshochschule bietet Dolmetschkurse an. Ja, wir reden heute zum Thema, wie kommt man noch zum Studium, auch wenn man keine Matura am ersten Bildungsweg geschafft hat oder gemacht hat. Und ich bin hier als Vertreterin der Berufsreifeprüfung und meine Kollegin wird über die Studienberechtigungsprüfung erzählen. Wir fangen gleich mal an mit den Voraussetzungen. Die Voraussetzungen für die Berufsreifeprüfung sind ein Mindestalter von 19 Jahren bei der letzten Prüfung. Oh, jetzt habe ich die natürlich. Ich fange nochmal von vorne an, genau. Also was wir vorweg vielleicht sagen sollten, ist, dass die Berufsreifeprüfung ein Abschluss ist, der gleichwertig ist zur Matura und auch am Arbeitsmarkt wie eine Matura gewertet wird, im Unterschied zur Studienberechtigungsprüfung. Genau. Die Studienberechtigungsprüfung ist keine Matura, keine Reifeprüfung. Sie ist an einen konkreten Studienwunsch gebunden. Das heißt, wenn man die Studienberechtigungsprüfung machen mag, muss man vorher schon genau wissen, was man studieren möchte. Und sie ist normal im Berufsleben ohne Bedeutung. Ja, jetzt komme ich noch zu den Voraussetzungen. Also Mindestalter 19 Jahre bei der letzten Prüfung für die Berufsreifeprüfung. Und damit Sie die Berufsreifeprüfung machen können, brauchen Sie eine abgeschlossene Lehre oder eine berufsbildende mittlere Schule. Es gibt auch noch den Bereich Lehre mit Matura, zu dem sage ich jetzt nicht viel mehr, aber da können Sie sich gerne bei uns unten auch erkundigen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die vom Gesetz her vorgegeben sind als Voraussetzung für die Berufsreifeprüfung. Das ist alles ein bisschen komplexer und da stehen wir dann gern für Beratungen auch zur Verfügung. Ja. Die Studienberechtigungsprüfung, da muss man mindestens 20 Jahre alt sein. Bei Kollegs, zum Beispiel für Elementarpädagogik oder Sozialpädagogik oder auch touristische Kollegs, ist das Mindestalter 22. Man braucht eine sogenannte studienbezogene Vorbildung. Das ist dann wieder je nach Studium oder Studienwunsch unterschiedlich. Auch da ist es so, dass das ein bisschen komplex ist und dass es das immer sinnvoll ist, sich einen persönlichen Beratungstermin auszumachen, wo man das alles abklären kann. Und dann ist bei Universitäten noch die EWR-Staatsbürgerschaft oder eine Gleichstellung Voraussetzung. Bei Kollegs ist das nicht der Fall. Und die meisten Universitäten und Fachhochschulen verlangen auch eine Deutschprüfung auf mindestens Niveau B2, manchmal sogar C1. Ja, was kommt auf Sie zu, wenn Sie die Berufsreifeprüfung machen wollen? Es sind normalerweise 4 Fächer. Es kann weniger sein, wenn Sie zum Beispiel eine Werkmeisterinnenprüfung haben, dann entfällt nämlich der letzte Bereich, der Fachbereich. Oder wenn Sie ein bestimmtes Zertifikat für Sprachen haben, kann sein, dass Ihnen die lebende Fremdsprache entfällt. Ansonsten ist es so 4 Prüfungen, die auf Sie zukommen. Die Deutschprüfung, die schriftlich und mündlich ist. Eine Mathematikprüfung, die an sich schriftlich ist. Nur wenn sie negativ wäre, gäbe es dann noch die Möglichkeit, mit einer Kompensationsprüfung die Note auszubessern. Und lebende Fremdsprache, hier wählen die meisten Englisch und hier darf gewählt werden zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung. Wir empfehlen normalerweise, die mündliche Prüfung zu wählen. Beim Fachbereich ist es so, dass das davon abhängt, welche Ausbildung Sie haben oder wie Sie im Beruf gerade tätig sind. Das kann zum Beispiel sein BWL, Rechnungswesen, politische Bildung, Informationsmanagement, Gesundheitssoziales, dergleichen. Das würden wir dann in einem Beratungsgespräch mit Ihnen auch
gut klären, welcher Fachbereich da für Sie in Frage kommt. Bei der Studienberechtigungsprüfung kommt es darauf an, wo man hin möchte. Es sind immer 5 Prüfungen. Ein Aufsatz in deutscher Sprache ist immer dabei. Die anderen 2 bis 3 Pflichtfächer und 1 bis 2 Wahlfächer richten sich je nachdem, was man studieren mag. Und es ist ganz unterschiedlich. Manche Fächer werden nur mündlich geprüft, manche werden nur schriftlich geprüft und manche werden schriftlich und mündlich geprüft. Das ist dann eben, wie gesagt, je nach Studium unterschiedlich. Ja, okay. Bei den Prüfungen, prinzipiell ist es so, dass die Volkshochschule Vorbereitungslehrgänge anbietet. Das heißt, sie werden üblicherweise in 2-semestrigen Lehrgängen auf die jeweiligen Prüfungen vorbereitet. Deutsch und Mathematik werden im Rahmen der Zentralmatura geprüft. Das heißt, wir bekommen die Prüfungsangaben zugeschickt und wissen auch nicht, was kommt. Ansonsten ist es so, dass bei uns die Kursleiterinnen und Kursleiter prüfen. Was eine wichtige Information ist, ist zu wissen, dass man im Prinzip eine öffentliche Schule braucht, die für die Berufsreifeprüfung zulässt. Und an dieser öffentlichen Schule, das kann eine HAK, eine HTL, eine HLW sein, müssen Sie auch mindestens eine dieser 4 Prüfungen ablegen. Und auch das klären wir im Beratungsgespräch, welche Prüfung da möglicherweise am sinnvollsten für Sie ist. Sie könnten auch mehr Prüfungen an der öffentlichen Schule ablegen. Das machen die wenigsten, weil sie gern von den Kursleiterinnen und Kursleitern geprüft werden und nicht von ihnen fremden Personen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einem super Vorwissen kommen und sagen, ich traue mir die Prüfung Stegreif zu, ohne einen Kurs, dann ist das an der öffentlichen Schule möglich. Bei der Volkshochschule ist es so, dass Sie unsere Kurse besuchen müssen. Das ist vom Gesetz her so vorgeschrieben, eine bestimmte Anzahl an Unterrichtseinheiten besuchen müssen, bevor Sie zur Prüfung antreten können. Das ist sehr ähnlich in der Studienberechtigungsprüfung. Auch für die Studienberechtigungsprüfung bietet die Volkshochschule für fast jedes Fach Vorbereitungskurse an. Sie werden auch in der Studienberechtigungsprüfung immer von der Person geprüft, die sie unterrichtet. Nein, nicht auch, das ist der Unterschied seit der Zentralmatura. Da ist es dann so, dass Sie natürlich, wenn Sie vorher 1 Semester oder 2 Semester im Kurs gesessen sind, die Person, die Sie später prüfen wird, relativ gut kennen und man relativ gut einschätzen kann, was muss ich lernen, was wird bei der Prüfung wichtig sein. Auch hier, das ist wieder das auch, muss man mindestens eine Prüfung an der Universität, Fachhochschule, Kolleg oder pädagogischen Hochschule ablegen, eben je nachdem, wo man später studieren möchte. Da ist es auch so, dass man eine Universität, Fachhochschule, Kolleg, pädagogische Hochschule braucht, die einen zulässt zur Studienberechtigungsprüfung. Und es muss eben mindestens eine Prüfung dort abgelegt werden, wo man diese Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung hat. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste Folie. Genau, das ist wieder bei beiden Bereichen gleich. Man kann natürlich, wenn ich sage, mein Englisch ist so gut, da traue ich mich morgen zur Prüfung antreten, dort antreten, wo man die Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung hat, ohne Kurs. Das geht mit anderen Fächern auch, wo man einschätzt, man hat die Vorbildung, das Wissen, dass man da selber sehr gut lernen kann und sofort antreten kann. Der Vorteil vom Antritt ohne Kurs wäre natürlich, es würde nichts kosten. Ja, die Frage, wann suche ich diese öffentliche Schule, die mich für die Berufsreifeprüfung zulässt? Prinzipiell ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig um die BAB ansuchen an der öffentlichen Schule, bevor Sie zur ersten Prüfung antreten, weil Sie nur zur Prüfung antreten dürfen, wenn Sie von der öffentlichen Schule einen Bescheid haben, dass Sie zur Berufsreifeprüfung zugelassen sind. Wir empfehlen daher, diese öffentliche Schule möglichst rasch zu suchen. Prinzipiell ist es so, dass man die Schule schon suchen kann, bevor man mit einem Kurs zur BAB beginnt. Oder empfehlen wir dann eben spätestens im Laufe des ersten Semesters, weil an den Schulen manchmal auch relativ lange Wartezeiten sind, um einen Termin zu bekommen, bis der Bescheid dann bei Ihnen ist. Welche Prüfungsschulen gibt? Ich habe schon gesagt, BHS, das kann eine HTL, eine HLW oder eine HAK sein, dergleichen. Auch BAföGs sind möglich oder auch AHS. Das ist wieder sehr ähnlich bei der Studienberechtigungsprüfung. Auch hier braucht man die Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung, bevor man zur ersten Prüfung antritt. Und die holt man sich eben dort, wo man später studieren möchte, eben an der Universität, pädagogischen Hochschule, Fachhochschule oder Kolleg.
Da ist es so, dass auch da die Bearbeitung einige Wochen in Anspruch nehmen kann. Das heißt, man sollte sich vorher gut informieren, hat man alle Voraussetzungen. Wenn eine Voraussetzung fehlt, also der Klassiker ist die Vorbildung, die studienbezogene Vorbildung, man kann die in den allermeisten Fällen nachholen. Dann würde man mal eine Zeit lang damit beschäftigt sein, diese Vorbildung nachzuholen. Und wenn man dann alle Zugangsvoraussetzungen hat, stellt man diesen Antrag auf Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung und beginnt dann mit Kursen, damit man eben abgesichert ist, dass man die Zulassung auf jeden Fall hat, bevor man zur ersten Prüfung antritt. Ja, wie lange dauert die Berufsreifeprüfung? Das ist vom Gesetz her nicht vorgeschrieben. Aus unserer Erfahrung im Schnitt, die meisten Teilnehmenden brauchen circa 2 Jahre, um die Berufsreifeprüfung zu machen. Es gibt aber sowohl Personen, die sagen, ich nehme ein Jahr Bildungskarenz, ich möchte alle 4 Fächer auf einmal machen. Das sagen wir meistens, bitte überlegen Sie sich das gut, weil das ist wirklich sehr viel Stoff in sehr kurzer Zeit. Es gibt auch Personen, die sagen, ich bin berufstätig, ich habe Kinder zu Hause, ich möchte die BAB machen, aber es geht sich sicher nicht in 2 Jahren aus. Die machen pro Jahr ein Fach, wissen dann, es wird circa 4 Jahre dauern. Also die Bandbreite ist groß und was, glaube ich, gut und wichtig zu wissen ist, wenn man eine Prüfung mal gemacht hat, verliert man sie nicht. Also wir haben auch Teilnehmer, die haben dann 10 Jahre was anderes gemacht, weil privat, beruflich was dazwischen gekommen ist und machen dann wieder weiter. Die Frage, ob Prüfungen verfallen, prinzipiell ist es so, dass wenn die Prüfungsverordnung eine bestimmte Prüfung vorschreibt, ist das 5 Jahre gültig, nach dieser Verordnung die Prüfung zu machen. Wenn sich an der Prüfungsverordnung was verändert, kann es sein, dass man eine Prüfung einen Teil vielleicht nachholen muss oder ganz nachholen muss, passiert aber eher selten. Und jetzt ist gerade vor ein paar Jahren die Zentralmatura eingeführt worden, jetzt gehe ich auch mal davon aus, dass das eher länger halten wird. Das ist wieder sehr ähnlich in der Studienberechtigungsprüfung. Die dauert durchschnittlich 1 Jahr. Es gibt auch hier keine Fristen. Wichtig ist, dass man eine aufrechte Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung hat. Wenn, solange die aufrecht ist, kann man sich mehrere Jahre auch Zeit lassen mit der Studienberechtigungsprüfung. Wie es die Kollegin gerade beschrieben hat, dass man sagt, entweder, ja, ich ziehe das jetzt auf einmal durch, weil ich nehme jetzt Bildungsfreistellung, was auch immer, oder ich mache schön der Reihe nach ein Fach nacheinander. Da gibt es eigentlich keine Vorgaben. Das muss zum eigenen Leben passen. Da muss man mit sich selber einfach ins Gericht gehen und sagen, was passt zu dem, was ich sonst so vorhabe mit meinem Leben. Und Studienberechtigungsprüfung ist in manchen Fällen aber auch in einem Semester möglich. Das wären Ausnahmen 2, glaube ich, Medizin und Elementarpädagogik gehen schneller, wenn man es wirklich will. Und der Rest kann man gut in einem Jahr schaffen. Kurse beginnen immer im Februar und im September und in der Studienberechtigungsprüfung gibt es vereinzelt Sommerkurse. Manche Fächer kann man dann auch im Sommer in relativ kurzer Zeit geblockt ablegen. Ja, was kostet die Berufsreifeprüfung? Wir haben da auf der Folie die einzelnen Preise aufgeschrieben, ist vielleicht nicht bis nach hinten lesbar, deswegen lese ich es vor. Deutsch, Mathematik und Englisch gemeinsam kosten ca. 2.300 Euro. Beim Fachbereich hängt es davon ab, welcher das ist, kann zwischen 5,98 und 7,92 sein. Und was darin nicht enthalten ist, sind Kosten, die für die Unterrichtsmaterialien noch dazukommen. Dann gibt es Prüfungsgebühren für Deutsch 140, für Englisch 85, für Mathematik 95 und für den Fachbereich 155. Ja, insgesamt kann man sagen, so circa 3.200 Euro. Wir kommen aber auf das Thema Förderungen auch noch zu sprechen. Bei der Studienberechtigungsprüfung ist es so, die ist in der Regel kürzer, daher auch billiger. Bei uns zahlt man nach Unterrichtseinheiten, die man hat quasi im Kurs. Und Studienberechtigungsprüfung, die kurzen, schnellen quasi, die 2 Sachen, Elementarpädagogik und Medizin, die ich genannt habe, landen sie so bei 1.200 Euro, wenn man 4 Kurse und 4 Prüfungen zusammenrechnet. Für die Fächer, wo man, also für die Studienrichtungen, wo man viele zweisemestrige Fächer hat, landet man dann eher bei 2.100 Euro. Prüfungsgebühren sind auch wieder extra zu bezahlen. Das sind 40 Euro für eine mündliche Prüfung und 30 für eine schriftliche. Und da ist es auch so, dass Unterrichtsmaterialien nicht eingerechnet sind. Dadurch, dass es aber in der Studienberechtigungsprüfung keine Lehrbücher in dem Sinn gibt, ist es so, dass da nicht wahnsinnig viele Kosten auf Sie zukommen würden, weil es so ist, dass wir die meisten Unterrichtsmaterialien im Kurs oder elektronisch über eine Online-Lernplattform zur Verfügung stellen. Da wollen wir, dass möglichst wenig Kosten für Lehrmaterialien anfallen.
Ja, Thema Förderungen. Ich bleibe jetzt mal bei Wien. Die Arbeiterkammer Wien fördert die Berufsreifeprüfung mit ca. 120 Euro im Jahr. Dazu kann dann vielleicht auch noch eine WAF-Förderung beantragt werden, wenn man genug verdient, aber nicht zu viel verdient. Aber das sind auch Themen, die wir in der Beratung etwas ausführlicher behandeln, weil das doch etwas umfangreicher ist. Ja, ist in der Studienberechtigungsprüfung gleich. Da gibt es noch dazu zu sagen, dass sobald man eine Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung hat, hat man das Recht auf Studienbeihilfe. Es gibt eine eigene Studienbeihilfe, die für die Studienberechtigungsprüfung geschaffen wurde. Das Selbsterhalterstipendium kann man auch schon beantragen, wenn man eine Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung hat. Und danach, wenn man ordentlich studiert, fällt man in die normalen Beihilfen und Förderungen rein. Ja, und vielleicht für Personen, die noch nicht zu alt sind, mit Versicherung, Familienbeihilfe ist im Bereich der Berufsreifeprüfung auch möglich. Genau. Zahlung pro Fach und Semester und Ratenzahlung können Sie hoffentlich bis nach hinten selber lesen. Das kann man dann vielleicht nicht. Das könnte man dann an der Volkshochschule auch ausmachen. Wenn man bei uns eine Ratenzahlung vereinbart, wird der Betrag nur gestückelt. Es kommen keine Zinsen drauf. Ja, ich habe gesagt, wir haben in fast jedem Wiener Bezirk eine Volkshochschule. Die Berufsreifeprüfung selber wird an 5 Standorten angeboten. Einerseits am der VHS Polykolleg Margaretenwieden, andererseits im 10. Bezirk in Favoriten, im 12. in Meidling, im 16. in Otterkring und im 21. in Floridsdorf. Wir haben Kurse üblicherweise vormittags und abends, ausnahmsweise manche auch am Wochenende und ein sehr umfangreiches Kursprogramm. Das ist fast gleich. Die Studienberechtigungsprüfung gibt es nur an 3 Standorten, obwohl ich sehe, dass da 5 steht. Also es sind die 3 genannten Fehler. Standorte, nämlich eben Polykollege Margaretenwieden, die VHS Otterkring und die VHS Floridsdorf. Man kann sich bei uns überall Beratungstermine ausmachen, um alles im Detail abzuklären. Gerade bei der Studienberechtigungsprüfung, wo es ja sehr gezielt davon abhängt, was man studieren möchte, ist das eine große Empfehlung, dass man zuerst einfach mal abklärt, die Voraussetzungen und den Weg zur Universität oder Kolleg oder Fachhochschule oder pädagogischen Hochschule und dann diesen Weg nach dem Beratungsgespräch in Angriff nimmt. Ah ja, und für Prüfungen sind auch immer die Institutionen zuständig für die Anerkennung von Prüfungen. Das ist in der Studienberechtigungsprüfung manchmal schon relevant, wenn jemand auf Sprachreise in England war und ein Sprachzertifikat zum Beispiel hat. Da beraten wir auch, aber anerkannt wird es immer von der Universität oder Fachhochschule, die zulässt zur Studienberechtigungsprüfung. Ja, wir kommen fast zum Ende. Nähere Informationen finden Sie natürlich auf unseren Websites und Sie können auch noch runterkommen zu unserem Stand. Prinzipiell möchte ich vielleicht jetzt noch ganz kurz aus meiner Erfahrung als Beraterin an der Volkshochschule zum Bereich Berufsreifeprüfung sagen, dass ich es immer wieder sehr schön und sehr spannend finde, in der Beratung mit Personen zu tun zu haben, die erzählen, warum sie jetzt am zweiten Bildungsweg die Matura nachmachen wollen, weil da einfach auch Lebensgeschichten oft dahinter stecken, wo man genau weiß, aha, am ersten Bildungsweg ging es nicht, weil entweder noch kein Interesse an Schule oder es kam zu viel dazwischen oder man musste schnell Geld verdienen. Und dann ist man irgendwann im Leben so, dass man sagt, ich würde jetzt aber gern die Berufsreifeprüfung haben oder studieren können und daher brauche ich die Berufsreifeprüfung. Und ich merke schon auch, ich war nur sehr kurz an der öffentlichen Schule als Lehrerin tätig, dass die Personen, die die Berufsreifeprüfung machen, meistens sehr, sehr motiviert sind, weil sie genau wissen, warum sie das machen wollen. Und es ist zwar viel Arbeit, sich abends oder vormittags in die Kurse zu setzen, vielleicht auch schon mit 30, 40 noch einmal für Prüfungen zu lernen, aber man merkt, da steckt eine ziemliche Energie dahinter und Lernen macht auch Spaß. Und ich selbst habe Mathematik studiert und bekomme auch immer wieder mit, dass Mathematik so ein Angstfach ist für viele. Und ich versuche dann immer zu vermitteln, vergessen Sie ein Stück weit, was vielleicht in der Schule schiefgelaufen ist. Gehen Sie mit neuen Energie, mit Neugierde, mit Offenheit in die Fächer hinein. Wir haben ganz tolle Kursleiterinnen und Kursleiter, die Sie versuchen zu unterstützen. Vielleicht wird Lernen wieder ganz anders, als Sie das vielleicht in Erinnerung haben. Und manche haben gute Erfahrungen mit der Schule, umso besser, kann ich natürlich dann was sagen. Also ich glaube, die Berufsreifeprüfung ist ein guter Weg, um wieder Wissen anzueignen, zu lernen, sich mit anderen auszutauschen, das Leben wieder spannend zu machen und der Benefit, wenn man die Prüfungen geschafft hat, kann man auch noch studieren. Danke.
Ich hätte noch ein paar Fragen bitte, und zwar an Sie, Natascha Wanneck. Und zwar, es ist in, sozusagen bei den Voraussetzungen nicht dabei gestanden, deswegen erlauben Sie mir, wenn ich nachfrage, ist es richtig, dass es also davor überhaupt keinen Abschluss braucht? Also, oder neuntes Pflichtschuljahr, ja, ja, aber keinen Lehrabschluss zum Beispiel, um die Studienberechtigungsprüfung machen zu dürfen? Das ist richtig. Es gibt manche Institutionen, die bei dieser studienbezogenen Vorbildung dann sagen, das sollte aber eine einschlägige Lehre zum Beispiel sein. Gibt es in den meisten Fällen aber trotzdem die Möglichkeit, das dann nachzumachen. Also auf der Uni Wien zum Beispiel holt man die Vorbildung direkt auf der Uni Wien nach. Die TU sagt zum Beispiel, machen Sie so und so viele Stunden Praktikum in einem Betrieb oder so. Also es geht sehr gut, diese Vorbildung nachzuholen. Aber grundsätzlich ist es so, das Gesetz sieht eine eindeutig über das Niveau der Pflichtschule hinausgehende Vorbildung vor. Und der Pflichtschulabschluss müsste theoretisch nicht einmal positiv sein. Das ist halt dann immer von der Institution, die zulässt, auch ein bisschen abhängig, weil sich die nicht immer so an den Buchstaben vom Gesetz klammern, sondern dann halt schon oft das positive Pflichtschulabschlusszeugnis sehen wollen. Theoretisch wäre es aber möglich ohne. Ist vielleicht auch wichtig, denn ich finde immer, wir haben das große Glück, dass wir in Österreich sind und es wirklich so viele Möglichkeiten gibt, einfach, wenn man sozusagen bereit ist und aus welchen Gründen auch immer irgendwann einmal dann startet, um eine neue Bildungsweg einzuschlagen, dass man eben diese Möglichkeiten hat. Deswegen noch einmal die Nachfrage. Und an Sie, Renate Tanzberger, eigentlich ist ja die Berufsreifeprüfung der klassische Weg für einen Lehrling, der die Lehre abgeschlossen hat und die Matura machen möchte. Ja. Eigentlich, ja. Oder? Es wird zwar sehr die Lehre mit Matura propagiert, man weiß aber auch, es gibt dort sehr hohe Dropout-Quoten, man weiß auch, das sind schon wieder spezielle Lehrlinge, die das wirklich hinkriegen, alles unter einem Hut zu bekommen, aber eigentlich ist das ein wunderbarer Weg, zuerst die Lehre zu machen und dann die Matura. Ja, also ich glaube, es ist alles möglich. Man kann Lehre mit Matura machen, man kann nach der Lehre eine Matura machen, man kann natürlich auch nach der BMS eine BAB machen. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man die Lehre mit Matura angefangen hat und nicht alle vier Fächer innerhalb der Lehrzeit geschafft hat, dann auch im Nachhinein noch die fehlenden Fächer zu machen. Also auch da gibt es sozusagen viel Entgegenkommen. Ja. Was mir noch ein bisschen abgegangen ist, wie organisieren Sie das? Ist das berufsbegleitend? Mhm. Ist das Vollzeit? Wie schauen eben diese Kurse aus? Also prinzipiell liegt es eben an den Personen, die die Berufsreifeprüfung machen, sich zu überlegen, wie viele Kurse mag ich besuchen? Geht sich das bei mir aus, berufsbegleitend zum Beispiel zwei Kurse zu besuchen? Ich habe vorher gesagt, wir bieten Vormittags- und Abendkurse an. Wir bieten auch einen speziellen Blended Learning Kurs für Deutsch an, der ist samstags. Also auch das vielleicht eine Möglichkeit. Prinzipiell besprechen wir mit den Teilnehmenden im Vorfeld bei der Beratung sehr gut, welche Kursangebote wir haben und schauen, wie das mit dem Leben der jeweiligen betreffenden Personen zusammenpasst. Wenn jetzt jemand zu uns an die Volkshochschule kommt und wir merken, wir haben zum Beispiel den Fachbereich nicht, den die Person gerne machen möchte, oder die Zeiten passen nicht, dann verweisen wir natürlich auf andere Standorte der Volkshochschulen und dadurch, dass wir fünf haben, ist es eigentlich fast immer möglich, dass man einen Stundenplan zusammenbastelt, der auch mit einem Beruf geht. Eben eher nicht alle vier Fächer auf einmal, aber mit zwei Jahren geht es berufsbegleitend an sich auch. Also was man eindeutig gehört hat von beiden, es ist immer eine ganz individuelle Beratung, weil jeder einfach was anderes mitbringt und was anderes braucht, aber sie versuchen, dass sozusagen eine maßgeschneiderte Lösung in jedem Fall, ob Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung, es ist zu finden. Ja. Förderungen gibt es auch, ist auch wichtig, das ist oft das Thema, dass man es auch in Anspruch nimmt, vergisst man oft drauf. Ja. Also wie gesagt, hinkommen, sie sind am Stand auch vertreten hier auf der Bestmesse. Wir bedanken uns vielmals bei Ihnen beiden fürs Vorstellen dieses wichtigen Weges, eben wie man auch eben studieren kann, auch wenn man zuerst einmal noch nicht die Matura hat, kann man eben nachholen, Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung. Und liebe Sabina Zeller, große Bewunderung für simultan Gebärdensprach-Dolmetscharbeit. Wir dürfen da zuschauen und ich bin immer fasziniert, wie man sich so viel merken kann und vermitteln kann. Wunderbare Sache, dass Sie dieses Thema heute für uns übersetzt haben. Danke an Sie. Großen Danke. Applaus.
Und weil Sie Mathematik angesprochen haben, liebe Renate Tanzberger, unser nächstes Thema, das ist perfekt genau für das, denn es gibt auf der Universität Projekte, um eben diesen Einstieg in bestimmte Fächer zu erleichtern. Da haben wir das Projekt Mathematik macht Freude und bringt Freunde. Und leite ich sogar einen Blog von der Lehrveranstaltung. Na schau, so klein ist die Welt. Und auch die Fachrichtung Chemie hat so ein Projekt. Diese beiden Dinge dürfen wir jetzt vorschlagen, Ihnen gleich präsentieren. Also wenn Sie möchten, ganz bequem bei uns bleiben hier. Schön, dass Sie da sind, auch so viele Eltern heute da sind und sich mit ihren Kindern eben umschauen, was es an Möglichkeiten gibt, heute 2020 an Wegen bildungsmäßig oder berufsmäßig weiterzukommen, sich zu orientieren, sich zu informieren und dann ganz sicher eine Entscheidung zu treffen. Alles Gute und wie gesagt, einfach hier bleiben und wir machen in Kürze wieder weiter. Danke an Sie beide noch einmal. Danke ebenfalls. Danke.